Lieber Andreas Elsholz, ich danke dir für die zahlreichen Gaben und die unendlich vielen Schmunzler im Jahre 2011. Doch nun wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Es folgt eine Schweigeminute für dich, lieber Andreas. Oh Andreas, lass es immer Sommer sein. So, haben wir das auch erledigt, dann gehe ich jetzt mal weg. Ach komm, Grunzi, hm? Mensch, für die Silvesteraufnahme gleich ein Schwein. So viel Schwein muss man haben. Glückstier, das ist schon ganz gut. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz eben rüber hier, weg von unserem Gedächtnisstrand. Moment, lalalala, lalalala, der Morgen ist gerade angebrochen, lalalala. Einfach zauberhaft. So, dann schwimmen wir hier einmal rüber vorbei an unserem kleinen Strandhäuschen mit der super Außenveranda, die uns wirklich ganz fantastisch gelungen ist. Also wirklich schön hier, dieser Wintergarten, Schrägstrich Außenterrasse, was auch immer. Nach anderthalb Jahren endlich mal was Vernünftiges. So. Lalalala. Lalalala. So, wo gehe ich denn jetzt mal hin? Gehe ich auf den Leuchtturm? Gehe ich in den Wolkenpalast oder... Pass mal auf. Ich mache mal Folgendes. Ach, wie schön grün hier auch alles wieder ist. Einfach nur schön. So, war das nicht hier irgendwo? War das da? Da, schon vorbei. Da gehen wir mal hoch. Lalalala. Lalalala. So, dann hier lang. Ja, dann kommen wir hier lang. Durch unseren Hausbaum mit der schönen Aussicht hier nach draußen. Ach, hier ist ja auch schön. Wäre auch ein schöner Ort, aber uns trägt es noch weiter hoch hinaus in des Baumes Wipfel. Bis auf den Gipfel. Das ist ja wohl der Gipfel. So, und ich glaube, genau hier werden wir uns positionieren und einfach mal gemeinsam die Nacht abwarten. Bis 2012 anbricht. Ach Leute, was soll ich euch sagen? Ihr kennt es doch selber. Gerade eben hat man auch mit den Liebsten unterm Weihnachtsbaum gesessen und Geschenke ausgetauscht, ein paar Mal geschlafen und schon ist das neue Jahr auch schon wieder vorbei. Und jedes Jahr ist das Jahr, wo man dachte, oh, das wird große Änderungen mit sich bringen, viel wird passieren, ich werde das machen, das werde ich machen und das muss ich auf jeden Fall auch noch machen. Und vielleicht will ich ein paar Gramm abnehmen, vielleicht will ich mit dem Rauchen aufhören, vielleicht will ich einfach ein besserer Mensch werden, all die Vorsätze, ein bisschen Fitness machen, einer alten Dame über die Straße helfen. Macht man heute überhaupt noch Vorsätze? Ich weiß das gar nicht. Hat man zumindest eine ganze Weile mal gemacht, da hat man sich selber belogen, jedes Jahr natürlich. Zum Jahresende, nächstes Jahr werde ich auf irgendeine Art und Weise ein besserer Mensch. Für mich oder für andere ist ja egal, auf jeden Fall besserer Mensch. Und zack, ist es schon Frühling, dann ist der Sommer auch schon vorbei. Der Herbst kommt, die Bäume färben sich, dann fällt der erste Schnee oder auch nicht. Dieses Jahr war es ja ein bisschen karg. Und bevor man sich versieht, ist der Winter auch schon wieder vorbei. Tja... Und so geht eigentlich jedes Jahr vorbei und saust und saust und saust. Und jedes Jahr, das man nicht gelebt hat, das man nicht ausgenutzt hat, ist wieder ein kleines verlorenes Jahr. Wobei ich sagen muss, das letzte Jahr, 2011 ist glaube ich, also früher, ich muss dazu mal ausholen, früher war es immer so, Silvesterpartys hatten immer so diesen Touch. Man erwartet Großes und man erwartet eine Riesenparty, weil um Mitternacht geht da überall das Feuerwerk hoch. Und wenn man dann nicht mehr in diesem Alter ist, wo man selber noch begeistert irgendwie China-Böller in Hundekacke steckt, meine ich. Das, ja, wenn man das nicht mehr macht, wenn man das überlebt hat oder irgendwie, oh, einen Knallfrosch anzünden, ach, das ist ja mega spannend. Oder vielleicht mal eine Rakete über die Straße sausen lassen statt nach oben. Ja, wenn diese Zeit vorbei ist, dann ist das Silvester mal so ein bisschen, man erwartet Großes. Aber meistens ist es doch eher ein bisschen enttäuschend. Weil Mitternacht ist schnell vorbei, die Raketen sind schnell weg. Es ist schön, um Mitternacht ist es schön, 5 nach 12, wunderschön am Himmel, überall das Feuerwerk, alles knallt.
die Menschen auf den Straßen und alle lächeln sich an, alle sind miteinander irgendwie. Ist ganz egal, welche Nationalität, welche Herkunft, ob arm oder reich, ist völlig egal. Auf der Straße sind alle gleich. Das Gesetz der Straße, Junge. Naja, nicht wirklich. Eigentlich das Gesetz von Silvester und dieser schöne, eigenwillige Geruch nach Schwarzpulver. Und dieses Geräusch, wenn man die Augen schließt, kurz um Mitternacht, wenn man die Augen schließt und es hört sich ein bisschen so an, als wäre gerade Krieg. Und es ist ein gutes Gefühl, dass kein Krieg ist. Dass wir auch gar nicht wissen, was Krieg bedeutet. Das ist eigentlich ein großes Geschenk, aber das ist ja nicht unser Thema heute hier. Ja, und dann, sagen wir mal, 12:30 wird es schon weniger. Um 1 ist es dann meistens schon wieder ruhig. Und die meisten Partys zerlaufen sich dann. Angestoßen ist auch schon. Und das neue Jahr ist dann eigentlich nicht mit so großem Tamtam gestartet, wie man sich das erwartet hat. Und das war halt so, die letzten Jahre hat man es immer eher ruhiger gehalten, zumindest habe ich es eher ruhiger gehalten, habe mich dann gerne auch mal so ans Fenster gestellt oder man ist auch mit rausgegangen teilweise, je nachdem, und hat sich das Feuerwerk angeguckt, hat selber nicht mehr so daran teilgenommen, aber hat sich mehr daran gefreut, wie andere Menschen sich freuen zum Beispiel. Aber letzten Endes blickt man dann zurück auf ein Jahr, in dem eigentlich nicht so viel passiert ist, wie man es gerne gehabt hätte. Ja, das geht immer recht schnell, weil die Jahre, vor allen Dingen, wenn man viel arbeitet, es war viel zu tun die letzten Jahre auch bei mir, und dann sausen die Jahre einfach nur so vorbei. Man erlebt zwar im Grunde genommen viel, ich könnte erzählen ohne Ende, ohne Punkt und Komma, aber im Grunde genommen so wirklich Lebensbewegendes oder so wirklich Bewegendes oder sinnvolle Sachen, weiß ich nicht. Also ich habe die letzten 10 Jahre, ich bin ja fast 12, das heißt, ich habe mit fast 2 angefangen durchzustarten in die Selbstständigkeit und seit da an habe ich eigentlich reingeknüppelt ohne Ende, auch oft auf die Fresse gelegt, aber ständig wieder aufgestanden natürlich, und wir haben eine Spielefirma aufgebaut und ich weiß gar nicht, was wir noch alles gemacht haben. Wir haben noch eine andere Firma aufgebaut in einer anderen Stadt und so weiter und so fort. Das ist alles mehr oder weniger zerlaufen oder dann ist es mal mehr in die Hose gegangen oder die Firmenpolitik hat sich geändert und man konnte es nicht mehr mit sich selbst vereinbaren und so weiter und so fort. Ist viel passiert. Ich will da auch gar nicht in Details ausbrechen. Und dann war das immer so zu Silvester, hat man so zurückgeblickt und gedacht, ja, hast schon viel geschafft, aber irgendwie ist doch wenig passiert. So wenig, an das man sich erinnern wird irgendwie nach dem Leben. Wenn man jetzt zum Beispiel, man sagt, also angenommen, ich mache da immer gern so einen Vergleich. Man nimmt einfach, ich weiß gar nicht, ob ich das noch zusammenkriege, man nimmt das Alter, dass man gerade alt ist, ne? Ist ganz egal, ob das jetzt irgendwie 12 ist oder 30, ist ganz egal. Und man halbiert dieses Alter und rechnet. Oder denk mal zurück einfach an, wenn man 12 ist, denkt man zurück, als man 6 war, da kann man sich meistens eher an gar nichts erinnern oder an ziemlich wenig. Erste Alkoholvergiftung und so, ganz klar. Und dann denkt man einfach mal die Hälfte des Lebens zurück und versucht sich zu erinnern, was da als letztes in diesem Jahr Aufregendes passiert ist. So, was ist da Spannendes passiert? Woran denkt man da zurück? Und dann denkt man sich, diese Zeit von diesem Zeitpunkt bis zum heutigen Tag. Und das ist eine Zeitspanne, die kommt einem so vor, als wäre es vielleicht ein Monat gewesen. Lass es hier ein Jahr gewesen sein. Aber in Wahrheit sind das halt so viele Jahre, die da vorbeigeflogen sind. Und Jahre, in denen man eigentlich, je älter man wird, desto weniger hat man so aufregende Sachen erlebt. Ne, früher gab es viele erste Male, die man gemacht hat irgendwie. Ist ja ganz egal, was es ist, man hat mal irgendwie, ich weiß nicht, das erste Mal war man besoffen, sag ich mal, Kinder, ne, Milch und so, oder man hat das erste Mal, ich weiß nicht, an der Zigarette gezogen, ich mach jetzt mal irgendwelche willkürlichen Beispiele, man ist das erste Mal, hat sich nachts außer Haus geschlichen und so weiter und so fort, Dinge, die man halt immer macht, man hatte immer Schlüsselerlebnisse und irgendwann werden diese Schlüsselerlebnisse eigentlich weniger. Das ist natürlich, je jünger man ist, desto weniger fällt es einem auf, aber desto mehr zieht sich natürlich auch das Leben. Und es kommt einfach darauf an, das muss man einfach feststellen, es kommt darauf an, wieder mehr Schlüsselerlebnisse zu machen, das Leben einfach kostbarer zu sehen. Und ich bin eigentlich völlig davon abgekommen, von dem, was ich ursprünglich sagen wollte. Ursprünglich wollte ich ja eine kleine 2012-Ansprache halten und auf 2011 zurückblicken, aber irgendwie werde ich gerade so ein bisschen, man wird ein bisschen nachdenklich, doch, wenn man einfach so wieder hier sitzt und so ein bisschen Revue passieren lässt.
Ja, geht schnell alles. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich wollte jetzt eigentlich hier nicht nachdenklich machen oder trübsalblasend oder sonst irgendwas. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich habe all die Jahre halt viel gearbeitet. Ich habe viele Projekte hochgezogen, viel gelernt, viel geschafft, viel getan, Tag und Nacht. Und also die Grenzen zwischen Tag und Nacht waren da auch verwischt. Das merkt man bei mir bestimmt auch des öfteren Mal, wenn ich dann morgens um 5 irgendwie auf Facebook poste und immer noch wach bin oder teilweise um 11 schlafen gehen. Das kommt alles vor, weil Tag und Nacht ist manchmal eine fließende Angelegenheit. Man hat zwar noch Freizeit, aber das schwimmt immer so ein bisschen. Das heißt, man ist nicht mehr gebunden an Zeiten, hat aber auch kein Wochenende mehr, hat keinen geregelten Urlaub mehr, weil im Grunde genommen besteht alles aus einer Timeline aus Arbeit und zwischendurch immer aus den Freiheiten, die man sich halt nehmen kann im Rahmen seiner Verantwortung. Und die Verantwortung, die ist 2011 gewachsen, die ist ganz immens gewachsen. Und diese Verantwortung ist es auch, warum ich gerade hier sitze. Es ist der 31.12. schon um 2.10 Uhr. Und zum Beispiel wurde ich gerade gebeten, ob ich nicht mal in eine Konfi komme, nur mal kurz einmal Hallo sagen. Und ich hätte es auch gerne gemacht, aber die Verantwortung liegt für mich erstmal dabei, dieses kleine Video hier fertig zu sprechen, fertig zu schneiden. Einfach damit ich wirklich auch noch ein kleines Neujahrs- oder ein kleines Silvester-Special raushaue. Mal abgesehen von dem Minecraft 500er-Special, was natürlich eine andere Geschichte sein sollte. Ich wollte das nicht vermischen. Naja. Jedenfalls, die Verantwortung ist 2011 auf jeden Fall gestiegen. Und das ist die Verantwortung euch gegenüber, also dir gegenüber. Also jedem Einzelnen, der dieses Video guckt. Und zwar natürlich nicht aus dem Grund, um mir irgendwie Daumen runter zu geben, weil ich so scheiße bin. Sondern einfach, der dieses Video guckt, weil er halt die Videos von Gronkh schaut. Und das vielleicht nicht primär wegen einem bestimmten Spiel, jetzt wegen, ich weiß nicht, nennen wir mal Minecraft oder vielleicht gerade auch Harvey bricht aus? Nein, Harveys neue Augen. Ich sag immer, Harvey bricht aus. Sondern primär auch halt, um mich da irgendwie reden zu hören, tralala. Das bringt mich natürlich, je besser das alles ankommt, bringt es mich natürlich auch in Zugzwang, immer an mir zu arbeiten, immer die Arbeit vorzuziehen natürlich, weil es werden Dinge von mir erwartet, zum Beispiel ein Special bei, zu jedem Anlass muss es irgendwie ein Special sein, ob das jetzt Abonnenten sind, ob das jetzt eine Viewer-Anzahl ist, ob das eine Kommentaranzahl auf dem Channel ist, ob das eine runde Zahl beim Let's Play ist, ob das jetzt ein Feiertag ist, es muss immer ein Special sein. Ich habe mich da schon relativ gut aus der Verantwortung rausgeschwurbelt, aber das Gefühl der Verantwortung ist auf jeden Fall da. Und ich möchte aber nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, darauf wollte ich ja am Anfang eigentlich hinaus, dass 2011 war so ein unfassbares Jahr. Das fing ja 2010 schon an. Als ich mit Let's Playen angefangen habe, konnte ich mir ja gar nicht vorstellen, welche Ausmaße das alles annehmen wird. Dass das mal irgendwann, dass das also in Richtung geht, die man sich als normal denkender Mensch überhaupt gar nicht vorstellen kann. Dass, selbst wenn ich jetzt darüber nachdenke, also ich kann es einfach nicht begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann es mir nicht bildlich vorstellen. 300 sind, nehmen wir mal die Abonnenten. Oder nee, nehmen wir mal die Zuschauer einfach. Minecraft-Folge nach einem Tag oder nach zwei Tagen auf 100.000 Zuschauer ist eine Zahl, die kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da, also wenn ich mir jetzt einen Vergleich erlauben darf, dass man da irgendwo sitzt in so einem, ja, was fasst denn 100.000 Leute? Ein Club ja eher nicht. Sagen wir mal, man sitzt im Stadion unten, ne? Sagen wir mal hier Mario Barth mit seinem tollen Berlin-Juhu-Rekord. Der sitzt da im Stadion und wie viele Leute passen ins Berlin-Stadion? Ich habe gar keine Ahnung. Ich könnte das jetzt mal ganz kurz googeln, habe aber keine Ahnung, wie viel der Rekord war. Aber es gucken 100.000 Leute zu. Und ich bin einfach nur der Typ, der ich... Naja, ich bin halt einfach nur so ein Typ. Ich habe halt einfach aus Spaß mache ich Let's Plays, weil ich halt ein Typ bin, der zockt, genau wie du. Ich spiele halt gern. Und ich unterscheide mich in gar nichts von dir, außer natürlich, wenn du weiblich bist, dann vielleicht die primäre Geschlechtsordnung, die sekundäre natürlich auch, aber naja, du weißt halt, worauf ich hinaus will. Und das ist halt dieser Irrsinn dahinter, das ist so dieses völlig Unbegreifliche, wie das überhaupt sein kann. Da wird man irgendwie manchmal auf so ein Podest gehoben, wo man eigentlich ja auch gar nicht drauf gehört, wo man, weiß ich nicht, lass da doch mal lieber Leute draufstehen, die weiß ich nicht, die jetzt irgendwie in Afrika eine Schule bauen oder sowas. Aber die sind ja meistens, das sind meistens die unbesungenen Helden.
Ja, was ich aber sagen wollte, Entschuldigung, ich schweife immer ab, das ist eine Eigenart für Leute, die sonst nicht gucken. Ich schweife generell immer ab. Ich bin ja froh, dass ich meine Sätze hier mal wenigstens zu Ende bringe. Tja, worauf wollte ich hinaus? 2011 ist alles sehr, man kann sagen, außer Kontrolle geraten. Und viele sagen, es liegt ja nur an Minecraft, was natürlich nicht so ist. Es war ja vorher auch schon gut. Minecraft hat das Ganze dann offenbar nur sehr beschleunigt, weil da der Hype aufkam, mit dem ja auch wieder niemand gerechnet hätte am Anfang. War ja eigentlich, oder ist ja immer noch, ein Independent-Game. Wer zockt denn groß Indie-Games? Da war ich froh, dass ich da mal in eine Nische gepasst habe, dass ich mir dann eine kleine Nische gesucht habe mit Independent-Games, die noch relativ unbesetzt war und dann pam, sowas. Damit rechnet ja keiner. Naja, jedenfalls ist das alles sehr außer Kontrolle geraten, das ist sehr groß geworden, sehr viel geworden und ich versuche halt hier zu sitzen und mein Möglichstes mit meinen zwei Händen und meinem kleinen Köpfchen hier irgendwie mein Möglichstes versuche ich, um das Ganze irgendwie zu stemmen, um die Anforderungen zu erfüllen quasi, die inzwischen an einen gestellt werden. Und das meine ich halt nicht nur irgendwie in Sachen Qualität, da versuche ich mich natürlich auch zu verbessern oder halt irgendwie 4-5 Folgen pro Tag rauszuhauen, was wirklich schon in Arbeit ausartet. Obwohl diese Arbeit halt sehr, 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 also das ist, glaube ich, die beste Arbeit, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Wobei es auch die dankbarste ist. Also man tut viel. Und auch neben dem Let's Playen, wir machen ja noch so eine Menge, kann ich ja mal ganz kurz erzählen. Das wissen ja viele nicht. Viele von den neuen Let's Playern, die halt neu anfangen, die sagen, oh, die großen Let's Player, die klauen uns die Zuschauer, die gucken nicht bei uns, weil die bei denen gucken. Was natürlich so nicht ist. Zuschauer gucken da, wo sie gerne gucken. Ich war vor einem Jahr, war ich auch ein kleiner Let's Player. Ich habe halt genauso mit Null angefangen und es gab auch die großen Let's Player. Aber es hilft nichts, wenn man nölt und sagt, die klauen uns die. Das ist... Sie klauen unsere Jobs. Ne, das ist, niemand klaut Zuschauer. Ganz im Gegenteil. Je mehr Let's Player es gibt, desto mehr verbreitet sich das, desto mehr Zuschauer werden in diesen gesamten Let's Player Pool herangezogen. Das heißt, selbst wenn da jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein Gronkh sitzt eben und Zuschauer von irgendwo ranholt, dann gucken die natürlich nicht nur bei Gronkh die Let's Plays, sondern die gucken natürlich auch mal woanders rein, wie andere Let's Player sind. Das liegt ja auf der Hand. Also Zuschauer gucken natürlich da, wo ihre Interessen sind. Das verteilt sich halt. Hey Gronkh, du bist viel schlechter als GLP. Ja, mag ja sein. Geschmäcker sind verschieden. Das ist völlig normal. Ne, und genau so verteilen sich eben die Leute auf die Let's Player, die sie eben gerne gucken. Das ist, oder auf die Spiele, die sie gerne gucken. Was wir aber noch machen nebenbei, das ist halt unsere kleine Mission. Der ein oder andere weiß es ja, ich bin ja bei Playmassive angestellt. Das war ja schon, bevor ich mit Let's Plays angefangen habe. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich mit Let's Plays angefangen habe, Spiele-Reviews zu machen. So einstündiges angespielt sozusagen. Und daraus sind dann die Let's Plays entstanden. Und wir haben dann quasi das Standing mit Playmassive genutzt, um zum Beispiel auf der Gamescom nicht nur für Playmassive natürlich irgendwie groß in Erscheinung zu treten, sondern wir versuchen natürlich auch immens die Let's Plays bei den Publishern und Entwicklern nach vorne zu bringen und als das zu zeigen, was sie eben sind. Und das ist, wenn man das Let's Playen nicht nur als, also nicht nur als Hobby betrachtet, sondern mit einem Hobby, dem man dem nötigen Ernst entgegenbringt, das kann man ja auch machen, ein Hobby mit dem nötigen Ernst betreiben. Wenn man es so sieht, dann sind Let's Plays eigentlich eine Art von Journalismus. Und das ist ein Journalismus, der sich aber eben bei vielen Spieleentwicklern und Publishern noch etablieren muss, weil das neu ist. Und das versuchen wir halt immens nach vorne zu treiben. Wir versuchen da ein bisschen Klinken zu putzen. Das ist jetzt über das Jahr passiert und es funktioniert eigentlich soweit echt super. Und man sieht ja inzwischen auch, ich sag mal, welche Kraft dahinter steckt, wie viele Leute sowas gucken wollen, wie viel Begeisterung dahinter steckt und wie auch dieser... Ich nenne ihn mal Journalismus, wie dieser Journalismus halt authentisch ist, weil es wirklich das Einzige ist. Also ich kenne nichts anderes in der Spielebranche momentan, was wirklich so dermaßen von Spielern für Spieler gemacht ist. Also man kann sich natürlich da verkaufen, aber ich denke, sowas fällt sehr schnell auf. Das ist ja sehr oft bei anderen Genres auf YouTube der Fall, dass sich da sehr schnell verkauft wird für Produktmarken oder so.
Ich hab's beim Let's Playen aber bisher noch nicht gesehen. Da wird sich ehrlich aufgeregt, wenn sich aufgeregt wird. Da werden einfach ehrliche Gefühle gebracht. Und das finde ich persönlich, ich find's schön. Das ist für mich genauso dieser Schritt Richtung Social Media, wie es so schön heißt. Und ich komme hier eigentlich ab von dem, was ich komplett erzählen wollte. Ich wollte ja sagen, wie 2011 so geworden ist, aber das gehört ja alles dazu eigentlich, weil 2011 einfach so viel passiert ist. Mann. Ich weiß gar nicht, ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll. Und egal, wo ich anfangen soll, sobald ich von 2011 erzählen will, komme ich mir immer so vor, als würde es vielleicht arrogant rüberkommen oder irgendwas. Das will ich dann aber gar nicht. Man sagt, oh, man wurde zu Interviews eingeladen oder sonst irgendwas. Wo ist Gronkh? Ja, also das hört sich mal so doof an, so, ach ja, ich bin hier der feine Herr und wurde geladen. Will ich aber gar nicht. Ich will das einfach mal wertfrei erzählen, was da passiert ist. Oder vielleicht erzähle ich einfach mal was anderes, was ich persönlich noch viel schöner finde. Also es gab ja 2011 zum Beispiel, gab es ja eine Zeit, das ist dem ein oder anderen Zuschauer vielleicht aufgefallen, da gab es eine Zeit, die sehr von Hatern dominiert war. Also da kam auf einmal eine Haterwelle auf, auch mit Haterbots und tralala, das war, ich glaube, ziemlich Mitte des Jahres, wo ich mir dann wirklich überlegt habe, ob ich jetzt nicht das Minecraft-Let's Play zum Beispiel abbrechen soll, weil es ist mir einfach zu blöd geworden und dann ist aber auch irgendwo der Spaß daran vergangen. Und dann ist aber Folgendes passiert. Ich habe auf einmal sehr, sehr viele Zuschriften bekommen und die kriege ich sonst vereinzelt. Und das sind auch so diese Zuschriften. Also, es gibt ja viele Kommentare, die sagen, Gronkh, das ist so geil, deine Let's Plays sind super. Das ist sehr schön, man freut sich natürlich darüber. Aber das ist nichts, was man so, ne, womit man jetzt sein Ego füttern würde oder womit man jetzt sagen würde, ach Mensch, das ist, ich bin der Beste. Ich bin einfach, das ist einfach toll hier, ich bin ganz weit vorn, weil die Leute feiern meine Let's Plays. Das ist nichts, was man sich so richtig zu Herzen nimmt. Man freut sich zwar darüber, aber man nimmt es nicht so zu Herzen, wie zum Beispiel so wirklich so Hater-Comments, die unter der Gürtellinie gehen. Wenn man da kein dickes Fell hat und nicht damit rechnet, das kann einem schon nahe gehen. Da haben schon einige auch ihre Channel gekündigt, einige haben aufgegeben, die wenigsten boxen sich da durch. Und jetzt ist aber Folgendes passiert, gerade wo ich dachte, weißt du was, das ist es doch irgendwie nicht wert, irgendwie, weiß ich nicht, sich selbst und sein Umfeld so beleidigen zu lassen von irgendwelchen, weiß ich nicht, ich kann es ja mal sagen, pickelgesichtigen Hatern, die sonst nicht wissen, wohin mit ihrem Frust, weil die zu Hause halt keine Liebe bekommen oder nicht genug Liebe abbekommen oder Aufmerksamkeit von ihren Eltern oder vom Umfeld allgemein, das kann es ja nicht sein. Weil, also ich bin jemand, der sich durchs Internet bewegt und primär erstmal Respekt vor den anderen Leuten hat. Weil es sitzen halt immer Menschen vor den Monitoren, egal was man denen sagt. Peter, du bist voll scheiße. Ich entschuldige mich bei jedem, der Peter heißt, war nur ein Beispiel. Aber all diese Leute vergessen meistens, dass da eben auch andere Menschen vor dem Rechner sitzen. Und dass sie selbst wahrscheinlich empfindlich reagieren würden, wenn man ihnen selbst solche Dinge sagt, die teilweise in manchen seltenen Kommentaren stehen. Aber genau die Kommentare sind es, die man sich dann blöderweise zu Herzen nimmt. Ist natürlich totaler Quatsch. Sollte eigentlich genau umgekehrt sein. Man sollte sich freuen, aber man ist sich dessen nicht bewusst, weil es einen meistens so ein bisschen wie so ein Schlag ins Gesicht trifft. Man muss lernen, damit umzugehen. So, und als diese Hater-Zeit war, da ist Folgendes passiert. Und damit habe ich ja eigentlich nicht gerechnet. Es kam halt eine Menge Nachrichten, bestürzte Nachrichten, viele natürlich irgendwie, oh Gronkh, hör bloß nicht auf, was natürlich, das überliest man dann aber, weil die Leute wissen halt nicht genau, wie es ist, wenn man in dieser Situation ist, aber es kam halt auch viele Nachrichten von Vätern, die sitzen mit ihren Kindern und das ging mir überhaupt nicht in den Kopf, da sind Väter oder auch Eltern, die sitzen mit ihren Kindern vor dem Fernseher und gucken sich jetzt statt dem Abendprogramm Let's Plays an. Und das war für mich, das sind für mich Sachen, da muss man, ich weiß nicht, da muss man kurz innehalten und mal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Dass Leute mit ihrer Familie, wo die Familie zusammenkommt, man führt die Familie zusammen vor diesem Let's Play, vor diesen 15 Minuten vor einer Folge. Und wenn man in heutiger Zeit irgendwie die Möglichkeit hat, eine Familie zusammenzuführen. Und wenn es nur für den Bildschirm ist und mal nicht vor RTL oder irgendwas anderem. Oder wenn man in dieser heutigen Zeit die Möglichkeit hat, auch nur einer Person
am Tag ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, egal auf welche Art und Weise, einfach nur ein ehrlich gemeintes Lächeln oder vielleicht sogar ein Lachen, dann ist das genau das, was ich machen möchte. Das habe ich für mich 2011 entschieden, in genau dieser Haterzeit, als genau diese Zuschriften kamen. Auch von deprimierten Leuten kriegt man dann teilweise, Freundin hat Schluss gemacht oder viel schlimmere Dinge, die ich hier gar nicht wiedergeben will, teilweise wirklich schlimme Dinge, wo man dann, da sitzt man dann teilweise völlig ungläubig vor dem Posteingang, kann gar nicht glauben, was man da liest und denkt sich einfach nur, ach krass, das gibt's ja gar nicht. Und das sind Sachen, da denkt man selber gar nicht drüber nach. Wenn man sich hinsetzt und jetzt ein Let's Play aufnimmt, dann denkt man gar nicht so weit, was man eigentlich damit für eine Reichweite hat, was man mit dem, was man da macht und tut und auch sagt, was man damit anrichten kann, was man damit auch für eine Verantwortung trägt eigentlich. Natürlich muss man die nicht tragen, bleibt jedem selbst überlassen, ist ja nur ein Hobby. Aber man muss wissen, ob man selbst bereit ist, eben diesen Schritt zu gehen und sagen, dass man diese Verantwortung übernehmen will. Und ich habe für mich, 2011 habe ich für mich entschieden, das ist das, was ich machen will, das ist genau die Verantwortung will ich haben, weil ich glaube, doch ich kann sagen, es erfüllt mich doch ein bisschen mit Stolz. Und ich glaube, ich war in meinem Leben, also ich war schon ein paar Mal stolz auf Dinge, die ich gestemmt habe, Dinge, die ich geleistet habe, aber das war nie etwas, was so dermaßen, also es war schon menschennah, einiges dabei, aber es war so nie etwas dabei, was einen so persönlich berührt hat auch. Wo man dann durch die Schicksale anderer auch berührt war und dann auch Teil dieser Schicksale geworden ist und sich dann erstmal bewusst wurde, was man da eigentlich gerade macht. Das soll jetzt hier nicht großspurig klingen oder oh, hier hochtrabend oder irgendwas. Ich will nur versuchen, was da für mich 2011 eigentlich, was war bei mir im Kopf da rumgespukt ist alles. Und das fing ja alles sehr harmlos an, aber das hat inzwischen alles so, ach, ich weiß auch nicht, wie ich das alles erzählen soll. Und was man auch für Menschen kennengelernt hat, das ist unglaublich. Unglaublich. Natürlich die verehrten, werten Damen und Herren mit Let's Player auf gronk.de, wo ich wirklich froh bin über jeden und jede Einzelne, die dabei ist. Auch im Hintergrund sind da natürlich Leute dabei. Das sind ja nicht nur die Let's Player auf der Seite, sondern auch im Hintergrund sind da noch Leute dabei. Und da lernt man Menschen kennen. Das ist, da kommt so viel Kreativität vorbei und so viel einfach Gleichgesinnte, so viel, die, ich weiß gar nicht. Das habe ich im Leben noch nicht erlebt, so einen Schmelztiegel der Kreativität. Mann. Ach, ich könnte stundenlang erzählen, glaube ich. Ich könnte wirklich stundenlang erzählen. Ich will auch gar nicht groß darüber reden, was jetzt sonst so 2011 passiert ist, weltpolitische Lage, tralala. Das will ich gar nicht oder wer da alles jetzt erschossen wurde in den Nachrichten oder welche Terroristen wieder gejagt wurden, welche Krankheiten wieder aufkamen. Weil, wenn ich mir das Fernsehprogramm so angucke, dann sind die Bilder eigentlich, die man so vom Tag mitnimmt, sind eigentlich geprägt von Angstpolitik, wie es so schön heißt, von Gewalt in irgendwelchen U-Bahnen, von Terror, der eigentlich gar nicht da ist und teilweise wieder doch, eben von irgendwelchen zufällig neu auftretenden Krankheiten und Epidemien, die total schlimm sind und irgendwo anders stattfinden und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, also ich bin immer froh, wenn ich eine Alternative zu diesem Programm habe. Natürlich sind das alles Wahrheiten, die da draußen, oder naja, mehr oder weniger Wahrheiten, die da draußen stattfinden in der Welt. Aber ganz ehrlich, sein ganzes Leben lang nur geprägt von Leid und Elend durch die Medien zu laufen. Und wenn was Schönes ist, dann ist es sowas Ausgeschlachtetes, wie eben so ein Eisberg Knut. Ich weiß gar nicht, war das 2011 oder 2010? Das ist ja alles, das vermischt sich ja alles auch so. Und dann ist da mal was Schönes, wie eine Hochzeit oder so. Dann wird das ausgeschlachtet überall. Und das Einzige, was dann noch Schönes ist, vielleicht irgendwie, Angelina Jolie hat ein fantastisches Cocktailkleid an oder eine super neue Popband ist am Pophimmel oder ich weiß auch nicht was und dann weiß ich nicht. Künstlich hochgezüchtete schöne Momente und irgendwelche grausamen Sachen aus, was gab's denn da alles, zwischen SARS und zwischen globaler Erwärmung und bla bla bla. Und das ist halt so das. Und dieses ganze Hartz IV, Entschuldigung, das tut mir leid, das so zu nennen, aber dieses ganze Hartz IV TV,
wo halt, ich nenne es nicht, weil Hartz-IV-Leute das gucken, sondern ich nenne es halt so, weil offenbar RTL beschlossen hat, ein Hartz-IV-Budget auszugeben, um solche Sendungen auf die Leinwand zu bringen. Pro7 zieht inzwischen auch schon nach und auf allen Sendern sieht man überall auch inzwischen nur noch irgendwelche komischen Quiz-Shows und Anruf-Gewinn-Shows mit Hot-Button und dauernd irgendwelche, weiß ich nicht, der Nacktscanner, Erotik-Mangas und bla 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 und alles nur noch voll von so einem Rotz. Das wird immer mehr. Ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen soll. Ich hätte es ja selber nie gedacht. Ich bin ja selber noch ein eher, ich nenne es mal, kindliches Gemüt. Ich gucke gerne nochmal irgendwie Zeichentrick auf Cartoon Network oder was hat man noch so gerne geguckt. Ich habe früher auch gerne immer so Serien geguckt. Mache ich heute auch noch. Ist ein bisschen weniger geworden. Mache ich heute aber auch noch. Aber inzwischen ist mir aufgefallen, also entweder bin ich wirklich älter geworden oder das Fernsehprogramm ist einfach inzwischen so abgestumpft und so grenzdebil geworden, dass ich inzwischen halt, ist mir dieses Jahr auch aufgefallen, also letztes Jahr, also dieses, letztes, na ihr wisst schon, 2011, man ist da inzwischen, also das ist alles so, das hat alles so ein, weiß ich nicht, so ein Bodenrotz erreicht, einfach an Niveaulosigkeit, dass ich dann tatsächlich doch mal lieber Phoenix gucke oder N24, wo meistens die Doku läuft mit 10.000 Meilen durch Russland, die eisige Trasse Sibiriens, die läuft da Tag und Nacht, die wechselt sich ab mit Hitler-Dokumentation, Hitlers Helfer, Hitlers Freunde, Hitlers Kollegen, Hitlers Schulnachbarn, Hitlers Bankverwalter, Hitlers Grilltipps und Hitlers Wettervorhersage. Das ist N24, da kann man ab und zu mal reingucken, ach ja, und natürlich noch die Zukunft ohne Menschen, ganz klar. Und ansonsten, man guckt plötzlich andere Sender. Also irgendwie ich bin weggegangen von den Privaten, die ich früher wirklich sehr gerne geguckt habe, als es noch so ein bisschen, da hat es noch so ein bisschen Revoluzzer-Charakter gehabt. Da ist man so ein bisschen in Richtung gegen den Strom gegangen, da hat es noch Spaß gemacht, das zu gucken. Aber so jetzt, wenn man so guckt, mit möglichst null Budget irgendwie den Bodensatz des Niveaus zu erreichen, ich sage extra nicht den Bodensatz der Gesellschaft, sondern wirklich den Bodensatz des Niveaus, weil eine Zeit lang habe ich mir das gerne mal zum Frühstück reingetan, hier irgendwie, also tatsächlich hier diese Reality, wie heißen die? Scripted Reality Scheiß. Naja, jedenfalls, was wollte ich eigentlich sagen? Ich komme schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass man zwar mit Let's Plays macht man vielleicht keine hochwertige, ich sag mal, Unterhaltung. Also man hat jetzt kein Drehbuch, man liefert jetzt keine wichtigen Fakten, die man fürs Leben wissen muss oder sonst irgendwas. Man kann jetzt auch nicht beständig in jeder Folge irgendwie richtigen Sprachcontent liefern oder sonst irgendwas. In den meisten Spielen erzählt man halt, was man da macht oder rätselt gemeinsam mit den Zuschauern, was halt auch extrem schön ist. Also gemeinsam zu rätseln, auch so gegenseitig zu überlegen und so weiter und so fort. Aber so in einigen so endlos Let's Plays wie Minecraft, da muss man dann schon quatschen halt die ganze Zeit. Aber auch da kann man halt nicht immer auf irgendwelchen, ich weiß nicht, sozialkritischen Themen rumhacken oder rumhängen oder rumrutschen oder was auch immer. Das heißt, man liefert da jetzt nicht unbedingt die hochintellektuelle Unterhaltung. Und manchmal geht's dann auch mal völlig daneben wie mit Bullaby. Und ich weiß nicht, oder wenn Tränenmond wieder anfängt zu singen oder sonst irgendwas. Aber es ist, man versucht ein bisschen einfach wegzukommen von diesem trüben und tumben Alltagsgedöns, von dem man eigentlich sowieso schon genug hat. Man wird ja eh von allen Seiten zugeschüttet, die Zeitungen und irgendwelche, ich weiß gar nicht. Also egal, wo man hinguckt, ich habe ja RSS-Feeds, tralala, ach, das ist ja heute alles, das vermengt sich ja alles so, dass man von allen Seiten wirklich zugeschissen wird mit irgendwelchen Hiobsbotschaften und tralala und naja. Man ist froh, dass man ein bisschen Alternative dazu bieten kann und Spiele sollen ja immer noch Spaß machen und die Let's Plays sollen ja auch Spaß machen. Bestenfalls reißen sie einen noch in der Tragik mit wie ein guter Film, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Heavy Rain oder was man da nicht spielen kann. Man kann aufmerksam machen auf Nischenspiele, die niemand kennt und so weiter und so fort. Man kann ein bisschen einfach aus dem Alltag rausholen. Ein bisschen von einem schlechten Tag ablenken vielleicht. Oder vielleicht ein Tagesausklang sein. Oder vielleicht jemanden sogar mit einem Let's Read in die Nacht geleiten. Und das sind halt Sachen, weiß ich nicht, die muss man eigentlich wertschätzen, dass man das machen darf. Das sollte man eigentlich gar nicht vergessen, dass das, was man da macht,
nicht nur einfach irgendein Scheiß ist, den man da in Massenproduktion abliefert oder den man da einfach rausrotzt, einfach nur um selber toll und Fame und irgendwas zu sein, sondern dass man damit halt wirklich etwas bewirken könnte, wenn einem denn was daran läge oder zumindest für den einen oder anderen zumindest mal ein Lächeln aufs Gesicht zaubern könnte. Und das ist etwas, das muss man hochschätzen eigentlich. Also wenn man sich vorstellen würde zum Beispiel, dass jeder, wenn jeder von uns, der hier gerade zuhört, das wäre eigentlich mal eine Idee. Also ich weiß nicht, wie viele jetzt natürlich nach der halben Stunde hier immer noch zuhören, aber es wäre doch mal eine Idee, wenn man einfach sich vornimmt, jeden Tag einer Person zumindest etwas Nettes zu schreiben. Und zwar weg von diesem ganzen Hater-Gedöns, du bist scheiße. Einfach mal hingehen und vielleicht so eine Anti-Bewegung zu gründen. Ich schweife schon wieder komplett ab. Und einfach mal wirklich hingehen und Leuten was Nettes zu sagen. Einfach mal einen schönen Tag zu wünschen oder einfach zu sagen, ich mag dich oder ich mag deine Stimme oder du bist mir sympathisch. Oder schön, dass es dich gibt. Einfach mal irgendwas Nettes oder vielleicht was Aufmunterndes. Wenn das jeder, wirklich jeder beherzigen würde, ich kann mir im Leben nicht vorstellen, einerseits, was natürlich YouTube für eine unglaublich wunderschöne Plattform wäre dann, ohne dieses ganze Negativgeraffel. Und wenn man das noch aufs richtige Leben übertragen würde, wie schön das dann eigentlich wäre. Wenn jeder sich vornimmt, anderen Leuten wirklich ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern oder freundlich zu anderen Leuten zu sein. Boah, das ist eigentlich, gerade Winter in Deutschland, da ist das fast undenkbar, wenn man die ganzen griesgrämigen Gesichter so im Bus sieht oder sonst irgendwo, einfach auf Straßen, die einem entgegenkommen, eingemummelt, genervt, mit ihrer eigenen Welt beschäftigt. Und diese eigene Welt einfach mal für andere Menschen öffnen. Warum nicht? Was hat man zu verlieren? Vielleicht seinen Coolness-Faktor, weil man so cool ist, dass man ernst dahergucken kann und jeden Blickkampf gewinnt, der einem entgegenkommt, jedes Augenduell? Pfff, lächerlich. Kommst nach Hause und hast auch nichts gewonnen, außer ein Augenduell, was keine Sau interessiert. Aber wenn man Leute anlächelt, auch wenn die böse zurückgucken, warum nicht mal Leute anlächeln? Warum nicht mal ein aufmunterndes Lächeln schenken? Warum nicht mal einfach, ich weiß nicht, einfach mal mit Leuten sprechen? Es gibt so vielen, denen man tagsüber begegnet und die irgendwie ein bisschen hilflos in der Gegend rumhängen, ob das jetzt im Drogeriemarkt ist oder sonst irgendwo oder Leute, mit denen man sich mal ganz kurz unterhalten kann, vielleicht einfach an der Kasse, wenn es sich gerade anbietet, wenn dahinter keine Schlange ist. Warum nicht einfach mal quatschen? Hört sich natürlich doof an und ist ja total dämlich, aber es macht wirklich Spaß. Es ist, glaube ich, das Schönste, was man machen kann. Stell dir mal vor, du bist einfach, ich glaube, das habe ich schon mal jemandem sogar gesagt, ich weiß gar nicht, es kommt mir gerade sehr bekannt vor, aber stell dir mal vor, du bist wirklich jemand, der, vielleicht bist du ja jemand, kann ja auch sein, hier kommen ja alle Menschen zusammen und vielleicht bist du ja jemand, der weiß, wie es ist, wenn man den ganzen Tag im Einzelhandel steht oder sitzt und den ganzen Tag mürrische Leute bedienen muss. Und hier einmal was über die Kasse ziehen, nochmal was über die Kasse ziehen, nochmal was über die Kasse ziehen oder hier noch einen Kunden beraten, da nochmal angeschnauzt werden, da nochmal Beschwerden anhören müssen. Und wie schön muss es sein, wenn dann mal jemand kommt, der einfach mal freundlich zu dir ist und wirklich auch mal, weiß ich nicht, dir ein gutes Gefühl gibt an diesem Tag. Und wenn das jeder machen würde. Tja. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Es ist eigentlich total einfach und ich glaube fest daran, wenn jeder das machen würde, dann, ja, dann wäre die Welt zumindest ein bisschen ein besserer Ort und man muss immer bei sich selbst anfangen. Klar habe ich auch mal schlechte Tage, wo ich ranzig bin. Die hat jeder von uns. Aber wenn man das so ein bisschen so als, zumindest versucht ein bisschen zu beherzigen einfach. Und das ist vielleicht was Gutes für 2012 damit anzufangen. Wenn man versucht, das einfach ein bisschen zu beherzigen. Einfach nur ein bisschen ein besserer Mensch zu sein für andere. Ne, nicht für sich selbst und auch nicht nur für den eigenen Umkreis, diesen Mikrokosmos aus Familie und Freunden. Sondern sich auch einfach mal anderen Menschen zu öffnen, fremden Menschen. Und das ist, glaube ich, das, wo es halt ganz, 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 ganz oft hakt. Und ich weiß nicht warum. Man ist immer sehr reserviert. Bei den Amis ist es so, dass es traditionsgemäß sind die Amis zum Beispiel ängstlich. Die bauen sich einen Zaun um alles, was sie haben und bewachen das mit der Schrotflinte. Das ist schon Tradition bei denen und das ist, ich glaube, das ist so dieses Ur, ich weiß gar nicht,
dieses irgend so ein Urding hier, so ein Urgen oder sowas, dass man versucht einfach nur für seinen Stamm das Beste von allem rauszuholen und alles nur für seinen Stamm. Mein Stamm, bla bla bla. Wir ziehen weiter, wir bekämpfen andere Stämme, um deren Lebensmittel zu akquirieren oder um deren Jagdgründe irgendwie zu beherrschen oder bla 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 bla. Statt dass die beiden Stämme sich mal zusammentun und daraus ein größerer Stamm entsteht, aus Leuten, die sich auch noch leiden können und die zusammen jagen gehen. Naja. Ach, was soll ich euch sagen? Naja, ich bin schon wieder, eigentlich wollte ich über meinen 2011 quatschen und fange ja schon wieder an, irgendwelche komischen Moralpredigten zu halten, was ich ja gar nicht will eigentlich. Sagt der ein oder andere bestimmt, ach, das ist ja so ein Moralapostel, er reißt groß die Fresse auf. Ja, macht er ja auch. Aber das sind ja so meine Gedanken, die ich einfach mal in die Welt hinauspupse. Tja. Naja, 2011 ist rum, 2012 kann kommen. 2012 ist ja Weltuntergang, beziehungsweise ich weiß nicht genau, ob es der Weltuntergang ist. Auf jeden Fall hört der Maya-Kalender auf und natürlich wird die Welt nicht untergehen. Genau wie beim Millennium, da wird die Welt schon eher untergehen, wenn uns der Unix-Timestamp ausläuft. Das soll ja demnächst auch mal irgendwann soweit sein. Die Technikaffinen werden das vielleicht wissen. Ich habe leider vergessen, wann es soweit ist und wenn ihr nicht wisst, was das ist, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall wird es da bestimmt demnächst mal wieder einen großen Aufschrei geben durch die IT-Welt, quer durch Banken und andere Geschichten. Oh, wir werden alles Geld verlieren! Habt ihr doch schon! Was wollt ihr da noch verlieren? Schmeißt mal lieber den Manager raus. Naja. Entschuldigung. Tja, was bleibt mir da noch zu sagen? Ich weiß nicht, was eure Vorsätze sind, ob ihr sowas macht, ob du sowas machst. Wenn du jetzt einen Vorsatz hast für 2012, ich würde mich tatsächlich freuen, den als Kommentar zu lesen. Ist mir auch ganz egal, wo das ist, ob das jetzt auf YouTube ist, ob das auf Facebook ist, ob das auf Gronk.de ist. Ich lese eigentlich sowieso so gut wie alles. Ich komme nur leider nicht immer dazu, zu antworten. Weil halt inzwischen sind die Kommentare natürlich so viel geworden, dass ich immer noch, also ich versuche und ich schaffe es auch möglichst alles zu lesen, was bei 2000 Videos nicht ganz so einfach ist. Aber ich schaffe es einfach nicht mehr als Einzelperson darauf zu antworten. Ich habe jeden Tag, ich weiß gar nicht, wie PNs da ankommen und wie viele Mails das sind und so weiter. Also sind die pro Tag sind es insgesamt ein paar Tausende von Kommentaren, Mails, PNs und was da nicht alles zusammenkommt. Also das läppert sich schon ein bisschen und ich sitze halt hier mit meinen zwei Händen und versuche dagegen anzukommen, so gut es eben geht. Aber ist natürlich völlig unschaffbar. Deswegen sind auch einige mal ganz erstaunt, wenn sie eine Antwort zum Beispiel bei YouTube lesen oder auch auf Gronk.de. Aber in Wahrheit gehe ich einfach unter. Tja, was soll ich noch erzählen? Ich könnte jetzt für Gronk.de noch ein paar Sachen erzählen. Aber da will ich lieber Taten sprechen lassen statt Worte, weil Anfang des Jahres, bestenfalls Januar, wird die Seite umziehen. Auf neue, komplett neue Server, ein komplett neues Hosting bei einem komplett neuen Partner. Hat sich ein bisschen hingezogen, die Verhandlungen und so weiter, aber ist jetzt alles tutti und das Dach. Und jetzt müssen wir nur mal gucken, dass das alles dann auch so hinhaut und dass der dann mehr Ahnung hat, als ich mit meinen stümperhaften Server-Administrationskenntnissen, die ich mir auch reinprügeln musste irgendwie nebenbei und was nicht alles, alter Schwede. Was man auch gelernt hat das letzte Jahr, so unglaublich viel. Mann, Mann, Mann. Ich habe, glaube ich, 3 Monate vor Codex verbracht und vor irgendwie Codec-Optimierung, Farboptimierung, bla, bli, bla, blo, blub. Ach ja, sieht man alles im Hintergrund nicht, aber das sind halt alles Sachen, die macht man einfach, weil man es mit dem nötigen, weil man den Spaß mit dem nötigen Ernst betreibt. Das Hobby mit dem nötigen Ernst. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Naja. So, was bleibt mir denn noch zu sagen? 40 Minuten quatsche ich schon. Alter Schwede, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur eine ich wollte 10 Minuten ein bisschen Blabla machen und das war's. Ach du Scheiße. Tja, was soll ich sagen? In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid, also je nachdem, wann ihr das Video guckt, wünsche ich euch natürlich einen unfassbar schönen Rutsch ins Jahr 2012 und möge euer Weg in dieses neue Jahr ebenso spannend und abenteuerreich sein, wie meiner es gerade ist. Und wenn ihr das Video nach dem 1.1. guckt, nein, nach dem 31.12. Also wenn ihr das Video am oder später ab dem 1.1.2012, wenn ihr das Video im Jahre 2012 guckt, meine Güte, dann wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und wie gesagt, wenn du einen Vorsatz hast, dann schreib ihn doch kurz irgendwo in die Kommentare. Mich würde mal interessieren, was die Leute sich so vornehmen, was man sich so vornimmt überhaupt fürs nächste Jahr. Ob überhaupt, wahrscheinlich die meisten eher nicht. Aber wenn es sowas noch gibt,
Würde mich mal interessieren, was es da so alles gibt, was man so besser machen kann. Tja, ich persönlich, ich habe dieses Jahr eigentlich gar keinen Vorsatz gefasst, muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Liegt aber daran, ich hatte nicht mal Zeit, mir großartig Gedanken über Vorsätze zu machen. Ich habe die Vorsätze, die ich gefasst habe, habe ich eigentlich 2011 allesamt gefasst. Und das war einfach... Also einer meiner Vorsätze ist natürlich, mich durchzubeißen, komme was wolle. Ich will das auf jeden Fall weitermachen alles, weil das gerade alles so aufregend ist und es fächert sich gerade noch ein bisschen. Ich werde natürlich immer weiter Let's Plays machen, gar keine Frage. Zumindest halt, solange es, irgendwie geht halt, ne? Ich würde nebenbei gern noch ein bisschen vielleicht ab und zu mal mehr Let's Reads machen oder andere Sachen einfach nebenbei. Auch ab und zu mal gerne mehr Specials machen. Da fehlte mir einfach die Zeit, weil so unglaublich viel zu tun war. Ich wollte auch schon ganz viele Specials inzwischen wieder raushauen. Ich habe ganz viele angefangen auf Platte, die ich nie zu Ende bekommen habe. Das ist eigentlich extrem traurig. Und es gibt vieles, was ich gerne noch machen würde. Und ich würde gerne einfach bei den Let's Plays auch ein bisschen mehr die Palette verbreitern. Also jetzt nicht bei den Let's Plays, sondern abgesehen von den Let's Plays. Ne, also jetzt hier, ich würde gerne Beauty-Guru machen zum Beispiel. Genau. Nein, natürlich nicht. Nein, ich würde gerne... Naja, ich würde gerne einfach hier und da mal ein bisschen auch vielleicht in andere Richtungen gehen, die nicht nur mit Gaming zu tun haben, aber trotzdem natürlich dem Gaming genauso treu bleiben, wie ich es jetzt momentan bin. Also ich werde es im Leben nicht vernachlässigen. Ich werde keinen einzigen von euch vernachlässigen, hoffe ich. Und werde immer versuchen, mich bestmöglich da aufzuteilen, so gut es die Zeit eben erlaubt. Was passieren kann, ist, dass wir vielleicht ab nächstes Jahr ein bisschen mehr Super-Homies machen und so eine Geschichten, einfach auch ein bisschen mehr RL machen und ein bisschen mehr rumkommen, ein bisschen mehr auch mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil auch da haben sich ganz viele spannende Möglichkeiten ergeben, ganz viele tolle Kontakte hat man inzwischen geknüpft, das ist unfassbar auch, was da für ein kreativer Schmelztiegel sich rumtreibt auf YouTube, das ist, hat man teilweise keine Worte für, hat man vorher eigentlich, hätte man das gesucht, jahrelang, wahrscheinlich vergebens. Und sie sind alle hier, die sind alle vor Ort und haben alle so diese gleichen Vorstellungen, also nicht alle natürlich, aber viele von diesen kreativen Köpfen haben auch so diese gleiche Vorstellung, teilen auch gleiche Ansichten, das ist einfach, hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt, hätte ich echt nicht gedacht. Und dass es alles so kommt, das hätte ich sowieso, da brauchen wir gar nicht drüber reden, hätte ich mir nie träumen lassen. Da fangen wir mal keinen Streit an, wa? Ja. So, ich wollte schon 10.000 Mal abbrechen, ne? Jetzt inzwischen ist es schon eine Dreiviertelstunde, die ich ja quatsche. Das war eigentlich ungewollt. Ich muss auch langsam mal was trinken und habe mir natürlich nichts bereitgestellt, weil ich ja nur eine 10-Minuten-Aufnahme machen wollte. In diesem Sinne jedenfalls, ich wünsche euch ein ganz beschauliches, ein ganz tolles, ein ganz ergiebiges 2012. Und zwar voll mit positiven Gefühlen, ne? Nicht mit negativen Kram, sondern einfach nur mit Freude und einem großen offenen Herzen, wie man ja so schön sagt. Tja, in diesem Sinne, ja, ich hoffe, ihr bleibt auch 2012 dabei. Und ich kann gar nicht ausdrücken, das hört sich eh lächerlich an, was auch immer man da sagt. Man kann es gar nicht richtig betonen, wie sehr man eigentlich dankbar ist für diese ganzen Sachen, die hier passieren. Für alles das, was jeder Einzelne von euch, also du jetzt auch, ne, du, was jeder Einzelne von euch hier einem ermöglicht, einfach an Möglichkeiten, das alles wäre nie so weit gekommen, wobei ich nicht weiß, wie weit jetzt so weit eigentlich ist, das weiß ich gar nicht, aber halt, Let's Plays hätte ich trotzdem gemacht, auch, habe ich auch mit 100 Zuschauern gemacht, hätte ich auch mit 200 Zuschauern, würde ich das heute wahrscheinlich immer noch machen. Aber das ist ja alles ganz anders gekommen und da bin ich wirklich einfach sowas von dankbar drum, weil man dadurch jetzt einfach andere Möglichkeiten hat zu agieren, andere Möglichkeiten hat auch diese Let's Plays einfach zu vertreten in der Industrie, sage ich mal, und auch noch andere Möglichkeiten hat, daraus vielleicht wieder neue Projekte zu generieren, von denen wir hoffentlich 2012 einige starten können. Würde mich freuen, wenn wir das alles hinkriegen, aber mehr verrate ich natürlich noch nicht. Da ist so einiges, ist da noch in petto. Ich habe natürlich parallel noch einiges, ich habe da mal was vorbereitet. Nee, einiges habe ich da noch auf der Agenda, hier in meinen Notizblöcken stehen und auch im Hinterkopf und so weiter. Und das muss alles aber nach und nach umgesetzt werden. Und da werde ich Hilfe brauchen, ganz viel Hilfe, professionelle Hilfe. Ja, und ich glaube, ab 2012 haben wir endlich die Möglichkeit, das alles so zu machen, was wir letzten Endes eigentlich für euch machen, nicht für uns. Das ist das, was uns da vorschwebt, ist eigentlich etwas, was für euch ist.
Aber ich darf es noch nicht verraten. Ich darf es leider nicht. Tut mir leid, das ist alles noch total geheim. Naja, abgesehen davon, dass Gronkh.de wieder schneller wird, hoffentlich, in Klammern, sehr hoffentlich. Aber das ist auf jeden Fall eine Priorität, die muss einfach wieder schneller werden. Und da wird auch noch massiv ausgebaut, da sind auch noch ganz viele Pläne in der Hinterhand. Und mit ein bisschen Glück haben wir da auch schon professionelle Hilfe gefunden. Ich grüße diese professionelle Stelle an dieser Hilfe mal. Ich hoffe, die guckt das Video, aber ich weiß nicht, ob man jetzt nach knapp 50 Minuten noch dabei ist. Nun gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen mal wieder. Zum ungefähr 2000. Mal möchte ich mich jetzt fürs Zuschauen bedanken. Und schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir alle gemeinsam hier an etwas teilhaben dürfen. Mann, das ist so schön. Ach ja, ich will gar nicht aufhören, aber ich muss. Nein, du liegst zuerst auf. 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 Bleibt mir nichts zu sagen, außer vielen lieben Dank. Wir sehen uns 2012.